Hallo und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. In diesem Video werde ich euch nun zeigen, auf welchen DVDs oder VHS-Kassetten die ZDF-Synchronisation von Lachen Sie mit Stan und Olli drauf ist, die bei vielen so beliebt ist. Damit ihr seht, dass ihr auch viele ZDF-Synchros auf DVD erwerben könnt. Und ich werde euch einen Kanal präsentieren, der nicht von mir stammt, auch von einem anderen Sammler, wo ihr in relativ guter VHS-Qualität die Vorspänne und Abspänne von Laurel und Hardy von der Lachen Sie mit Stan und Olli Folge online ansehen könnt. Dann könnt ihr sie euch herunterladen und selber mit einem Videoprogramm vor den DVD-Film setzen oder einfach so genießen. Fangen wir doch mal an. Fangen wir mit dem ersten Film an, Die Wüstensöhne. Ich zeige euch auch gleich immer das DVD-Cover, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr nachher nicht noch ewig suchen müsst und euch die Frage stellt, habe ich jetzt die richtige DVD erwischt oder habe ich die falsche? Deswegen zeige ich das euch jetzt. Auf dieser DVD, die Erstausgabe, und auf dieser DVD ist lediglich die Kinosynchro vorhanden, nicht die ZDF-Synchro. Allerdings gibt es auch noch eine VHS-Kassette. Meistens findet man die billig auf eBay oder eBay Kleinanzeigen. Auf dieser VHS, die es hier zum Beispiel für einen Euro schon gibt, auf dieser VHS ist in relativ guter VHS-Qualität, je nachdem wie oft das Videoband abgespielt wurde, deshalb immer vor dem Kauf bitte nachfragen bei dem Händler, ob er weiß, wie oft das Videoband abgespielt wurde. Manche verkaufen den Film auch original verpackt, also in OVP-Verpackung. Habe ich glaube hier auch schon gesehen. Also manchmal gibt es ihn auch in Originalverpackung, also noch eingeschweißt zu kaufen. Allerdings halt nur in VHS-Qualität, aber hier ist die ZDF-Synchro zu sehen, inklusive Theolingen-Vorspann. Was hier allerdings fehlt, ist der Original-Abspann der Serie, wo dann zum Beispiel kam, sie sahen die Wüstensöhne, also der fehlt hier. Aber der Theolingen-Vorspann ist hier mit drauf. Hier, wie gesagt, und hier nur die Kinosynchro. Allerdings ist hier, glaube ich, als Extras sogar der Original Theolingen-Vorspann drauf. Auf hoher See. Da könnt ihr getrost einfach die DVD kaufen von Kinowelt. Denn hier ist in relativ guter DVD-Qualität. Mit einer Hand schreiben ist blöd. Denn hier ist auf der Erstausgabe und auf der Zweitausgabe jeweils die ZDF-Synchronisation drauf und soviel ich weiß, ist hier sogar der Theolingen-Vorspann mit dabei. Alternativ, kauft euch einfach diese VHS-Kassette. Denn dort ist sowohl Theolingen-Vorspann als auch ZDF-Synchro drauf. Ich empfehle euch die Kinowelt-Ausgabe, da die etwas bessere Qualität hat und auch später herauskam. Wer die Taurus allerdings hat, kann mit der auch zufrieden sein, denn dort ist auch der Vorspann drauf. Gehen wir weiter. Wunderpille. Also, meine lieben Freunde, Wunderpille. Auf dieser DVD gibt es die ZDF-Synchronisation zu hören. Allerdings ohne Theolingen-Vorspann.
Es gibt den Theolingen-Vorspann auch nirgends zu kaufen. Braucht ihr aber auch nicht, da ich euch ja nachher den Kanal präsentiere auf YouTube. Gehen wir weiter. Wir bitten um Gnade, auch bekannt unter Hinterschloss und Riegel. Auf dieser VHS ist die ZDF-Synchro drauf, allerdings ohne Theolingen-Vorspann. Es gibt aber auch eine Taurus-Ausgabe mit identisch gleichem Cover, allerdings steht seitlich halt Taurus und nicht Kinowelt dran hier an der Seite. Deshalb, also hier an der Seite, deshalb schaut danach. Bei der Taurus-Ausgabe, Erstausgabe von dieser VHS, ist Theolingen-Vorspann drauf, soviel ich weiß. Bei der Kinowelt-Ausgabe ist kein Theolingen-Vorspann drauf, dafür aber die ZDF-Synchronisation. Der Film hier und hier ist nicht ungekürzt. Hier fehlen rund 10 Minuten vom Film. Bei der DVD, bei der DVD von Laurel und Hardy hinter Schloss und Riegel, bei der DVD ist nur die Kinosynchronisation drauf. Allerdings gibt es hier eine ungekürzte Fassung zu sehen. Und es gibt als Extras sogar noch einen englischen Trailer zu sehen, sowie auch einen originalsprachigen Trailer, wo Laurel und Hardy selbst versuchen, Deutsch zu reden. Ebenso gibt es hier das alternative Ende zu sehen, was es hier nicht gibt. Die lieben Verwandten, besser bekannt unterm Titel Die Doppelgänger. Hier brauche ich euch gar keine VHS-Kassette zeigen, denn hier könnt ihr getrost eine DVD kaufen in guter Qualität. Denn auf dieser DVD, nicht auf der Erstausgabe, auf dieser DVD ist nur die ZDF-Synchronisation drauf, was ja vielen schon reicht. Deswegen habe ich mir damals diese hier gekauft, da mir das Cover eh besser gefällt in das DVD-Menü. Auf der Zweitausgabe kann man allerdings zwischen Kinosynchro und ZDF-Synchro wechseln während des Films. Allerdings ist hier kein Theolingen-Vorspann drauf. Daher, wer den Theolingen-Vorspann haben möchte, braucht die VHS gar nicht zu kaufen von diesem hier, denn ich zeige euch nachher den Kanal, wo es den Vorspann zu sehen gibt. Im fernen Westen, besser bekannt als Zwei Ritten nach Texas, auf dieser DVD und auf der Neuausgabe ist jeweils nur die Kinosynchronisation drauf. Dafür ist hier der Film ungekürzt in deutscher Sprache. Auf dieser DVD Moment. Eieiei. Auf dieser VHS, Moment, DVD ist überall nur Kinosynchro drauf. Auch auf dieser VHS, lasst euch nicht in die Irre führen. Auch auf dieser VHS ist nur die Kinosynchro drauf. Übrigens, bei allen DVDs von diesem hier, von diesem Logo, von dieser Zeitschriftenausgabe, bei allen DVDs ist nur die Kinosynchro drauf. Es sei denn, es war bei Kinowelt damals auch schon die ZDF-Synchro drauf, dann ist auch bei dieser Ausgabe die ZDF-Synchro drauf. Ansonsten ist hier auch nur Kinosynchro drauf. Also ihr braucht euch nicht diese Ausgabe hier kaufen, in der Hoffnung, dass da die ZDF-Synchro drauf ist, denn dort ist überall nur die Kinosynchro drauf.
Es sei denn, damals bei Kinowelt, bei den DVD-Boxen, war bei dem Film auch schon die ZDF-Synchro dabei, dann ist auch bei dieser DVD-Ausgabe die ZDF-Synchro drauf. Allerdings gibt es bei dieser Ausgabe keinerlei nennenswerte Extras, nur den Hauptfilm. Bei Kinowelt waren ja wenigstens immer noch ein paar Extras dabei. Jetzt zeige ich euch, wo ihr den Film in ZDF-Synchro bekommt. Auf dieser VHS von Taurus und von Kinowelt gibt es als Extras, hier ist es sogar noch original verpackt zu kaufen, gibt es sowohl den Vorspann von Theo Lingen als auch die ZDF-Synchro zu sehen. Allerdings ist hier der Film nicht ungekürzt, da fehlen circa 3 Minuten vom Film. Eine Szene zum Beispiel, wo Ollis Hals hochgezogen wird und nach unten schnalzt und wo er dann den Kopf noch um 180 Grad herumdreht, die Szene wurde gekürzt hier. Hier ist der Film allerdings ungekürzt, aber halt nur in Kinosynchro. In Oxford. Auf dieser VHS ist die ZDF-Synchro zu sehen, allerdings ohne diese 10 Minuten am Anfang, wo sie einen Job suchen und bei James Finlayson als Diener arbeiten, als Butler. Diese Szene ist hier nicht zu sehen, denn da fängt der Film erst an, wo sie die Straße kehren. Also hier fehlen die ersten 10 bis 15 Minuten. Allerdings ist hier die ZDF-Synchro drauf und es ist Theo Lingen Vorspann drauf. Auf der DVD in Oxford. Moment. Hat sich meine Maus noch verabschiedet. Was ist hier los? So. Auf dieser DVD und auf dieser DVD ist der Film ungekürzt, allerdings nur mit Kinosynchro und ohne Theo Lingen Vorspann. Es kann sein, dass Theo Lingen Vorspann hier als Extras drauf ist, weiß ich nicht mehr genau. Aber nicht die ZDF-Synchro. Auf dieser VHS. Auf dieser VHS ist die Synchronisation vom ZDF drauf. Allerdings hier aufpassen, bei der Taurus-Ausgabe, wo seitlich hier Taurus steht, diese hier ist zum Beispiel von Taurus, da ist auch der Theo Lingen-Vorspann dabei. Bei der Kinowelt-Ausgabe, wo hier seitlich Kinowelt steht, dort ist nur die ZDF-Synchro drauf, allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann. Auf der gleichnamigen DVD gibt es nur die Kinosynchro zu sehen und kein Theo Lingen-Vorspann. Stierkämpfer. Auf dieser DVD gibt es die ZDF-Synchro zu sehen, allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann. Und ja, den braucht ihr aber auch nicht, weil den zeige ich euch ja nachher auf dem YouTube-Kanal. Große Kaliber.
Auch bekannt unter dem Titel Schrecken der Kompanie. Diesen Film gibt es nirgends zu kaufen, weder auf Deutsch noch mit deutschen Untertiteln, aber es gibt ihn bei der Zeitschriftenausgabe Dick und Doof immer wieder in YouTube zu kaufen, in eBay zu kaufen. Und zwar heißt er da Great Guns, Moment. Ich finde ihn jetzt hier nicht, aber es gibt ihn, Moment. Es gibt ihn von dieser Ausgabe zu kaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, Moment. Von dieser Ausgabe gibt es auch den Film Schrecken der Kompanie ab und an auf eBay zu kaufen. Allerdings ist der hier nur mit deutschen Untertiteln zu sehen. Den Film gibt es gar nicht auf DVD und auch nicht auf VHS in deutscher Sprache. Es gibt ihn aber in deutscher ZDF-Sprache, denn er lief ja damals beim ZDF auch so. Ich habe ihn mir selber restauriert, ich habe DVD-Material verwendet, beziehungsweise ich habe ihn von einer Seite heruntergeladen, wo ein Fan sich die Mühe gemacht hat, den Film zu restaurieren. Und zwar hat der Fan dort 720p Blu-ray-Material verwendet von einer dänischen Blu-ray, die ich euch zeigen kann. Ich vermute zumindest, dass er das Material daher hat. Hier von dieser DVD, dänisch oder schwedisch, hat er das Material verwendet. Und Moment. Und er hat ja, und er hat dann den gibt's auch als Blu-ray zu kaufen, jetzt gerade nicht auf Amazon, aber den gibt's als Blu-ray. Und er hat dann dieses 720p Material verwendet und ZDF Tonspur drunter gelegt. Allerdings hat er keinen Theolingen Vorspann davor gebastelt. Den habe ich mir dann selber davor gebastelt. Und habe dann einfach, quasi sozusagen dem seine restaurierte Fassung verwendet und den Theolingen-Vorspann davor gebastelt und den Abspann. Er hat den Film auch ungekürzt gemacht für die damals geschnittenen Szenen, auch circa 3 Minuten, die da gefehlt haben beim ZDF. Hat er englischen Originalton mit Untertiteln verwendet. Kommen wir zum nächsten Film. Fliegende Teufelsbrüder, wenn man schon dabei sind. In der Fremdenlegion. Auf dieser DVD ist die ZDF-Synchro zu sehen. Und als Extras gibt es hier auch den Theolingen-Vorspann. Der Abspann fehlt. Ist aber auch uninteressant für die meisten Sammler. Und auf dieser DVD gibt es, wie bereits im anderen Video erwähnt, oder wie bereits ja gestern erwähnt, gibt es auf dieser DVD als Extras auch den ersten Film, wo sie gemeinsam zu sehen sind, noch nicht als Paar, aber gemeinsam auftreten. Und zwar der Film A Lucky Dog mit deutschen Untertiteln, soviel ich weiß. Den gibt es hier als Extras. Hier braucht ihr also weder den YouTube-Kanal nutzen, es sei denn, ihr wollt den Abspann sehen, den gibt es auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Hier müsst ihr jedenfalls nicht den YouTube-Kanal nutzen, den ich euch nachher zeige. Hier könnt ihr euch einfach getrost diese DVD kaufen, die zudem auch noch sehr schön gestaltet ist, das Cover auch. Und habt dann die ZDF-Synchronisation und den Vorspann von Theolingen als Extras auf dieser DVD. Auf der DVD Dick und Doof in der Fremdenlegion ist identisch dasselbe drauf. Auch der Kurzfilm A Lucky Dog. Als Stummfilmfassung und die ZDF-Synchro und der Vorspann von Theolingen. Auf dieser DVD ist die Bildmaterialqualität sehr schlecht, ziemlich bräunlich, wie auf diesem Bild hier auch zu sehen.
Und hier ist, soviel ich weiß, auch die ZDF-Synchro drauf, aber ohne Vorspann von Theo Lingen. So. Kommen wir zu VHS. Auf dieser VHS von Taurus und Kinowelt ist das Intro von Theo Lingen drauf und das Outro von Theo Lingen, also der Abspann vom ZDF damals, wenn der Film zu Ende war, und die ZDF-Synchronisation. Bombenkerle. Diesen Film gibt es auch in ZDF-Synchronisation und zwar heißt er hier Laurel und Hardy, Schrecken aller Spione. Hier gibt es ihn zu kaufen. Entweder in einer Konstellation mit drei Filmen, dem Film Hollywood Party, wo sie einen Gastauftritt geben, wo sie zwei Gastauftritte geben, dem Film Die Leibköche seiner Majestät, also auch bekannt unter Nichts als Ärger, und dem Film Schrecken aller Spione, auch bekannt unter dem Titel Die Bombenkerle. Dieser Film, Die Leibköche seiner Majestät und Schrecken aller Spione, sind auf dieser DVD in ZDF-Synchronisation, allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann. Es gibt diese beiden Filme hier auch noch einzeln zu kaufen, auch mit ZDF-Synchronisation, was ich euch jetzt hier zeigen werde. Hier, Schrecken aller Spione, das ist Bombenkerle. Und die Leibköche seiner Majestät, das ist Nichts als Ärger. Beide mit ZDF-Synchronisation. Das Schweizer Mädel, besser bekannt unter dem Titel als Salontiroler. Auf dieser DVD ist die ZDF-Synchro drauf. Und auf dieser VHS ist sowohl die ZDF-Synchro als auch der Vor- und der Abspann drauf von Theo Lingen. Und auf dieser DVD, der Neuausgabe, auf dieser DVD ist die ZDF-Synchro und die Kinosynchro drauf und der Theo Lingen-Vorspann als Extras, wenn ich mich nicht irre. Also ZDF-Synchro ist da auf jeden Fall drauf und die Kinosynchro auch, der Vorspann von Theo Lingen, das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, er ist als Extras drauf. Die tapferen Schotten. Dieser Film ist nicht in deutscher Sprache, in ZDF-Sprache auf DVD zu kaufen. Diesen Film gibt es nur unter dem Titel Wir sind vom schottischen Infanterieregiment. Auf dieser DVD ist nur die Kinosynchro drauf. Auf dieser VHS, der Erstausgabe, ist die ZDF-Synchro drauf, ohne Theo Lingen-Vorspann. Auf dieser VHS, Moment, die es ab und an auch bei eBay zu kaufen gibt, muss ich jetzt kurz in Google eingeben. Hier gibt es die gerade gar nicht, aber es gibt von diesem Cover gibt es auch, also es sieht identisch aus wie hier, nur dass hier ein anderes Bild drauf ist und hier ein anderer Titel steht. Und zwar gibt es von dieser Ausgabe als VHS auch, wir sind vom schottischen Infanterieregiment und soviel ich weiß, ist dort auch die ZDF-Synchro drauf. Diesen Film mit diesem Cover
und dem Titel Wir sind vom schottischen Infanterieregiment mit einem etwas anderen Bild hier, gibt es immer wieder auf eBay zu kaufen. Also einfach mal ein bisschen Ausschau halten, den gibt es immer wieder auf eBay. Kommen wir zu den letzten Filmen. Fra Diavolo, besser bekannt auch unter Hände hoch oder nicht, oder die Sittensträuche. Den gibt es, Moment. Den gibt es zweimal auf Deutsch zu kaufen. Einmal auf dieser DVD. Dort ist er allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann und nur mit Kinosynchronisation. Und auf der VHS. Da ist jetzt kein Bild vorhanden, deswegen zeige ich euch das in eBay. Auf dieser VHS. Auf dieser VHS ist ebenfalls die ZDF, da ist die ZDF-Synchro drauf, allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann. Dann gehen wir mal weiter. Nichts als Ärger, also die Leibkirche seiner Majestät, den habe ich euch ja eben schon gezeigt. Vergiss deine Sorgen, auch bekannt als Rekruten. Den gibt es. Den gibt es. Moment. Auf dieser DVD in Kinosynchronisation zu sehen. Allerdings zwar ungekürzt, also mit den damals entfernten Szenen, allerdings nur in Kinosynchronisation. Soviel ich weiß, ist hier aber als Extras auch der Theo Lingen-Vorspann mit drauf. Auf dieser DVD ist ebenfalls nur die Kinosynchronisation drauf. Auch ungekürzt und soviel ich weiß als Extras Theo Lingen-Vorspann. Auf der VHS hier ist der Film nicht ungekürzt, da fehlen sogar 5 Minuten, wo sie sich mit dem Hausherren von dem Mädchen duellieren. Dafür ist dieser Film aber mit ZDF-Synchronisation und mit Theo Lingen-Vorspann. Kommen wir zu den letzten 3 Filmen. Oder 5 Filmen. 4. Der große Knall. Auf dieser DVD, die einzigste, die es davon gibt, ist nur die Kinosynchronisation drauf. Der Film ist aber ungekürzt für die Szenen, wo es keine Synchronisation gab, ist hier englischer Ton mit deutschen Untertiteln zu sehen. Den Film gab es ebenfalls nirgends zu kaufen, auch nicht auf VHS. Hier gibt es ebenfalls von einem, habe ich selber DVD-Material verwendet und mit deutschem ZDF-Ton versehen. Also von einer alten VHS-Aufnahme, von Kabel 1, glaube ich, oder so, habe ich hier dann den deutschen Ton drunter gelegt unter das DVD-Material von dem DVD-Bild hier. Und den Film gibt es aber, soviel ich weiß, auch auf einem Internetportal von einem Fan restauriert herunterzuladen, mit Wechseltonspur zwischen Kino und ZDF-Synchro, allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann. Hier ist nur die Kinosynchro drauf. Gehen wir weiter. Fauler Zauber, auch bekannt unter als Geheimagenten beim FBI. Auf dieser DVD ist die ZDF-Synchronisation drauf, allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann. Auf VHS gab es den nicht in Deutsch zu kaufen. Hier gibt es ebenfalls von einem Sammler. Ne, Quatsch, hier ist die ZDF-Synchro drauf, genau. Die ZDF-Synchro ist hier drauf und von daher habe ich hier auch keine andere Fassung erstellt, da das keinen Sinn macht, aber
Es gibt diese Fassung auch in 720p auf einem Portal herunterzuladen, wo ein Fan Blu-ray-Material verwendet hat und mit deutschem ZDF-Ton versehen hat. Kommen wir zu den letzten zwei. Das wäre einmal Glotzköpfe. Und zwar ist auf dieser VHS die ZDF-Synchronisation drauf und der Theolingen-Vorspann, sowohl von Taurus als von Kinowelt. Auf dieser DVD ist allerdings nur die Kinosynchronisation drauf, ohne Theolingen-Vorspann. Und auf dieser DVD ist als Extras Metropolos Lachkabinett, glaub drauf, so eine Konstellation von mehreren Laurel und Hardy-Filmen, wo mehrere Ausschnitte gezeigt werden. Und es ist dieser Film nur in Kinosynchronisation drauf, ohne Theolingen-Vorspann. Die Tanzmeister. Den Film Glotzköpfe gibt es auch auf dem Portal herunterzuladen in 720p mit Deutsch, mit ZDF-Ton und mit Kinosynchronisation im Wechsel. Hier auf dieser DVD, die Tanzmeister, die einzigste, wo es gibt davon, ist der Film in Kinosynchronisation zu sehen. Den Film gibt es ebenfalls nur auf VHS-Aufnahmen von damals, aber auf diesem Portal, wo ich gesagt habe, gibt es auch diesen Film von einem Fan in 720p restauriert mit Wechseltonspur zwischen ZDF und Kinosynchro zum Herunterladen. Allerdings fehlt auch dort der Theolingen-Vorspann. Jetzt gibt es auch noch eine Box. Moment. Auf dieser Box hier, die ich auch mal eine Zeit lang bis jetzt besessen habe, auf dieser Box hier sind fünf Spielfilme von Laurel und Hardy drauf. Und zwar fünf Spätfilme. Der große Knall mit Kinosynchro, als Geheimagenten mit ZDF-Synchro, als die Stierkämpfer mit ZDF-Synchro, die Tanzmeister mit Kinosynchro und die Wunderpille mit ZDF-Synchro. Alle ohne Vorspann von Theolingen. Kommen wir nun zu den letzten Filmen, die die beiden gedreht haben. Das wäre einmal Laurel und Hardy, Erben eine Insel. Auf dieser VHS ist die gewohnte Synchronisation mit den gewohnten Sprechern drauf. Allerdings ohne Theolingen-Vorspann, denn den gab es nicht von Theolingen. Und auf dieser DVD, die auch bei Amazon nicht billiger zu haben ist, die kostet da gebraucht gerade auch 21 Euro circa, da ist sie hier noch billiger, hier gibt's sie schon für 17 Euro. Auf dieser DVD ist ebenfalls die gewohnte Synchronstimme drauf. Bei allen anderen DVDs, die mit diesem Film zu tun haben, die den Titel Atoll K tragen, bei allen anderen DVDs, wie zum Beispiel hier Utopia oder auf dieser DVD oder auf dieser DVD ist nur eine sehr schlechte Synchronisation aus den 90er Jahren drauf. Also nicht schlecht, aber es sind halt die Sprecher ungewohnt. Kommen wir zu den anderen Filmen, die es noch gibt.
Das ist ein Film, wo Laurel und Hardy einen drei Gastauftritte geben. Dieser Film ist hier komplett in deutscher Sprache, allerdings mit anderen Synchronsprechern. Dieser Film ist auf Amazon ausverkauft. Es gibt ihn aber immer wieder in eBay zu kaufen. Wenn verschiedene Sammler ihre komplette Sammlung verkaufen, verkaufen sie diese VHS-Kassette meistens mit. Ich habe sie mir da von einem Sammler dort erworben. Der schickt mir eine DVD-Kopie von diesem hier zu. Also er hat den Film auf DVD kopiert und schickt mir jetzt die Kopie zu. Und die Gastauftritte, die hier zu sehen sind, gibt es aber auf DVD zu sehen, und zwar auf der DVD. Auf dieser DVD gibt es als Extras die Gastauftritte zu sehen, die von diesem Film hier stammen. Also die von dem Film Sternschnuppen stammen. Ebenfalls auf dieser DVD ist, wie der Titel schon sagt, der Film Hollywood Party zu sehen. Also dieser Film hier. Und dieser Film hier, Hollywood Party, hat ebenfalls eine Synchronisation, die nicht mit den gewohnten Sprechern ist. Und da geben Olli und Stan auch nur drei Gastauftritte für 2 bis 3 Minuten. Ja, mehrere Filme gibt's von ihnen nicht. Es gibt noch die Gastauftritte von Hollywood Revue, wo sie Zauberer spielen. Den gibt es aber auch nur mit Untertiteln. Und zwar gibt es diese Gastauftritte, wo sie Zauberer spielen, hier als Extras zu sehen auf dieser DVD, die nur die Kinosynchronisation enthält. Und ebenfalls als Extras sind hier auch die Gastauftritte von Hollywood Party drauf, von dem Film, wo ich ihn euch vorher gezeigt habe. Also die Gastauftritte, die hier in dem Film drin vorkommen, sind auch auf dieser DVD als Extras drauf. Allerdings auf dieser DVD nur mit deutschen Untertiteln, während sie hier in deutscher Sprache sind. Aber halt, wie gesagt, mit anderen Synchronsprechern. Ja, dann gibt es noch den Film Requiem Song oder wie der heißt, der Western, der ist aber komplett verschollen, den gibt es nicht. Da kann man in YouTube ein paar Ausschnitte anschauen von dem Film. Ja, und das waren alle Spielfilme. Es sind von dem Requiem Song, von dem Westernfilm, gibt es einen 2 bis 3 Minuten Ausschnitt auf YouTube, wo man Laurel und Hardy sieht, wie sie in eine Höhle flüchten, weil es draußen donnert und gewittert und dort ein Bär drin ist. Diese Szenen gibt es aber nur auf Englisch. Und in Farbe, denn der Film wurde damals in Farbe gedreht, soviel ich weiß, aber eben wie gesagt, ist der Film bis auf Weiteres verschollen. Dann gibt es noch den Film, wie ihr ja bereits wisst, Rache ist süß. Den gibt es auf dieser DVD. Mit den gewohnten ZDF-Sprechern, also mit den gewohnten Sprechern von Laurel und Hardy, während auf dieser DVD, die in Farbe ist, während auf dieser DVD zwar eine relativ gute Farbfassung zu sehen ist, allerdings sehr ungewohnte Sprecher drauf sind von Laurel und Hardy. Die 3D-Fassung von diesem Film, diese hier habe ich mir mal gekauft. Die könnt ihr getrost vergessen. Denn das 3D von diesem Film ist wirklich nicht zu erkennen. Das kriegt jeder Fernseher besser hin, der ein 3D umwandeln kann. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alle Spielfilme genannt, die die beiden gemacht haben. Es gibt noch eine andere Seltenheit und die heißt Laurel und Hardy im Flegelalter. Dort spricht Georg Thomalla das Voice-Over von mehreren Stummfilmszenen. Also hier werden mehrere kurze Stummfilmszenen gezeigt von Laurel und Hardy und er spricht ein Voice-Over. Das geht circa 110 Minuten, der ganze Film. Den gibt es nur auf VHS zu kaufen mit demselben Cover. Hier auf Amazon ist er ausverkauft, aber wie gesagt, manche Sammler verkaufen ihre komplette Sammlung in eBay und dann gibt es immer wieder diesen Film hier
zu erwerben. Ist sehr interessant anzusehen, beinhaltet aber nichts Neues. Hier werden nur einige Stummfilme und Kurzfilme von Laurel und Hardy in verschiedenen kurzen Ausschnitten gezeigt und es wird eben dazu kommentiert von Georg Thomalla. Ist aber trotzdem interessant anzusehen, wenn ihr den billig erwerben könnt, dann erwerbt den euch. Gibt es nur auf VHS, wer aber ein Gerät hat, um von VHS auf DVD zu kopieren, der kann sich da einfach eine Kopie erstellen. So, damit habe ich euch alle Seltenheiten gezeigt, die es von Laurel und Hardy gibt, alle Spielfilme präsentiert. Ansonsten gibt es keine Spielfilme mehr von Laurel und Hardy, das waren alle. Im nächsten Video geht es dann um die Stummfilme und um die Kurzfilme, die es noch gibt, in denen sie Gastauftritte geben. Und im nächsten Video zeige ich euch, wo ihr diese Gastauftritte bzw. diese Stummfilme erwerben könnt oder auf YouTube sehen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.